Hallo zusammen, Meier 3007 hier. Wir haben es jetzt Heiligabend, Viertel nach acht, und wie angekündigt, präsentiere ich euch jetzt noch meine diesjährigen Weihnachtsgeschenke. Ganz außen, zur linken Seite, dieser super süße Elch, den habe ich von meinen Eltern bekommen, der ist richtig cool. Ich finde vor allem die Augen so süß, wie der schaut. Herrlich. Daneben eine Mütze, auch von meinen Eltern. Nachdem ich ja meine letzte Mütze in München gelassen habe, wo ich mich jetzt noch drüber ärgern kann, jetzt habe ich wieder eine. Dann dahinter in der weißen Tüte, das sind Lebkuchen, die habe ich von meiner Oma geschenkt bekommen. Dann das blaue Kuvert, es ist ein Büchergutschein von meinem lieben Bruderherz. Dann haben wir ein 1000 Teile Puzzle von Ravensburger. Ein Puzzle bauen tue ich ja auch immer wieder gerne. Da drüber, das sind so Haftnotizzettel, die finde ich schon auch richtig cool aus, in dieser Aufmachung. Beziehungsweise, das ist ja nur die Hülle, sieht cool aus. Dann, in der kleinen Tüte sind Gummibärchen drin und dahinter, das ist noch ein Mauspad, das sieht auch cool aus mit dieser Buchoptik, finde ich. Und hier oben noch, einmal Pralinen von meiner Oma. Dann, 70 Tage unter der Erde von José Henriquez. Es ist einer der Bergleute, die 2010 beim Grubenunglück in Chile verschüttet wurden und nach 70 Tagen gerettet wurde. Da bin ich schon wahnsinnig gespannt auf dieses Buch, denn ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich damals mitgefiebert habe, während die Rettungsarbeiten gelaufen sind und auch an dem Tag, als die dann einzeln hochgezogen wurden. Es war richtig spannend, das weiß ich noch. Darum bin ich da sehr gespannt drauf. Dann zweimal Griff von Christiane Franke. Einmal Mord auf der Sandbank und Mord unter Segeln. Damit habe ich die Reihe um Oda Wagner und Christine Cordes soweit komplett im Regal stehen. Freue ich mich schon sehr drauf. Und ganz außen Herbert Dutzler, letzter Kirtag, der erste Fall für den Gaschballmeier. Das ist das Buch, da habe ich vorher schon reingeblättert. Es wird als nächstes gelesen. Dort denke ich, werde ich dann auch eine Rezension drehen, wenn ich damit fertig bin. Lasst euch dann mal überraschen. Das war's mit diesem Video. In den nächsten Tagen sehen wir uns dann mal wieder. Meier 3007.